Hallo, seid gegrüßt. Heute geht es um das Thema Drehzahl, beziehungsweise wie ich meine alte Lady mal etwas Drehzahl verschaffe. Ich habe richtig lange überlegt, wie ich es denn jetzt endlich mal mache, damit ich generell erstmal mit kleinen Werkzeugen und hohen Drehzahlen probieren kann. Und da war die Idee, okay, ich wechsle jetzt den Hauptspindelmotor, ich wechsle komplett die Frässpindel hier vorne aus oder ich beschaffe mir einen Vorsatz, der sozusagen die Originaldrehzahl übersetzt. Und all diese Dinge sind recht kostspielig. Deswegen bin ich davon abgegangen und habe mir überlegt, zum Versuchen und Probieren reicht es doch auch aus, wenn ich mir sozusagen eine zusätzliche Frässpindel an die Seite montiere, die letztendlich eine hohe Drehzahl liefert. Ja, und das ist jetzt das fertige Konstrukt. Also ich habe letztendlich hier eine 20 mm Stahlplatte. Die habe ich so bearbeitet, dass ich sie hier verschrauben kann. Das Gute ist, der originale Fräskopf hat hier unten eine runde T-Nut für gewisse andere Anbaugeräte. Das habe ich einfach genutzt. Also ich habe hier vier Schrauben. M10 und die kann ich in diese Nut einführen und habe sozusagen Stehbolzen. Und die Platte, die hat halt vier Löcher und dann kann ich die hier aufsetzen und anschrauben. Ja, zusätzlich hat die Platte halt hier die Aufnahme für die Kress-Frässpindel. Das ist sozusagen jetzt mal mein Testobjekt. Eine Kress-Frässpindel mit ca. 850 Watt und die dreht bis knapp 30.000 Umdrehungen. Ja, das ist sozusagen das Konstrukt. Und jetzt gibt es im Linux CNC die Möglichkeit, damit man nicht immer die Nullpunkte neu setzen muss, gibt es einfach die Möglichkeit, im Werkzeug sozusagen gewisse Offsets zu hinterlegen, so dass ich jetzt im Programmablauf einfach auf ein neues Werkzeug wechsle und Linux CNC verrechnet diesen Offset, sprich X, Y und was es da sonst noch gibt, automatisch mit und das Werkzeug fährt die richtigen Bahnen. Wie das konkret aussieht, das zeige ich euch jetzt. Deswegen nehme ich euch mal ein bisschen näher mit ran, blende euch mal die Oberfläche von Linux CNC ein, damit ihr das mal besser seht. So, als erstes zeige ich euch mal die Werkzeugtabelle. Die Werkzeugtabelle ist wichtig, denn da hinterlege ich ja letztendlich meine Werkzeuge und meine Offsets. Und die Kress-Frässpindel ist letztendlich jetzt hier das Werkzeug 21 und ihr seht, ich habe bei X und bei Y Werte ermittelt, die theoretisch von der Hauptspindel, von dem Mittelpunkt der Hauptspindel bis zum Mittelpunkt der Kress-Frässpindel sozusagen gültig sind. Und das sind es hier bei mir 110 mm und 1,6 mm in Y, also einen X- und Y-Versatz. Der wird dann im Programm automatisch verrechnet. Hier trage ich natürlich die Werkzeuglänge ein. Ja, und jetzt in dem Beispiel nutze ich jetzt mal, um euch das zu zeigen, das Werkzeug 7. Das hat keinen Versatz, ist also in der Hauptspindel, hat eine Länge von 111 mm. Und Werkzeug 21 hat einen Versatz, muss also sozusagen mit Offset berechnet werden und hat eine Länge von 61 mm. Okay, ich gehe jetzt mal hierher, schalte die Maschine an. Und jetzt mache ich mal Folgendes. Ich jogge mit meinem Hauptwerkzeug, was ich jetzt erstmal noch einwechseln muss. Also ich sage hier T7. M6 G43. Werkzeug 7 ist jetzt eingewechselt. Jetzt fahre ich hier mal einfach zu meiner Messuhr. Und zeige euch mal, wie Linux CNC das Ganze verrechnet. Ich fahre jetzt einfach mal grob hin und sage, hier ist mein XY0 und zwar G55. XY und C
z ist 0. Jetzt wechsle ich das Koordinatensystem noch, die 55, damit wir hier die Koordinaten auch sehen. Also ist alles 0. So. Angenommen, ich würde jetzt ein Programm starten und müsste dann zu der Kress-Frees-Spindel wechseln. Dann mache ich Folgendes, dann sage ich T21 M6 J43. Und ihr seht schon, die Koordinaten verändern sich. Werkzeug ist eingewechselt. Schocke mal etwas weg. Und jetzt sage ich hier T0 X0 Y0. Und Z0. Und jetzt müsste theoretisch das Werkzeug direkt wieder überhalb der Uhr stehen. Ihr seht, das hat gepasst. Und das kann ich halt jetzt sozusagen immer wieder reproduzieren. Also ich kann jetzt sagen, Z von mir aus 100. Okay, Z50. Z100 geht nicht, weil das würde sozusagen den Verfahrbereich überschreiten, aber Z80 geht. So. Und wenn ich jetzt hier wieder sage T7, M6, G43 und wieder XY0 und von mir aus Z20, steht mein Werkzeug 20 mm wieder über der Uhr. Nur als erstmal als Beispiel. Oder halt Z0, fahre ich wieder ran. Ihr seht, ich muss also den Nullpunkt nicht immer für jedes Werkzeug irgendwo neu antasten, sondern ich hinterlege letztendlich die ermittelten Offsets einfach in der Werkzeugtabelle und die Werkzeugtabelle sagt dann aus, mit welchem Offset die Maschine fahren soll, in Abhängigkeit welches Werkzeug eingewechselt ist. Das macht es recht angenehm, denn wenn ich mitten im Fräsprozess bin oder im Programm, dann möchte ich ja nicht immer irgendwas antasten, sondern ich wechsle nur das neue Werkzeug ein und kann das Fräsen gleich wieder fortsetzen. Okay, ich zeige euch jetzt mal noch, wie das Ganze in der Praxis aussieht, also richtig im Fräsversuch. So, also ich habe jetzt hier ein kleines Aluminiumstück und das werde ich jetzt mit dem 8 mm Fräser erstmal vorschrubben. Also hier soll eine Tasche ausgearbeitet werden, die gewisse Radien enthält, also völlig oben schräg. Und später werde ich dann mit der Kress-Frees-Spindel das Ganze abzeilen und das Ganze in einem Programm. Also das ist hier das Programm, das sind unwahrscheinlich viele Zeilen, deswegen sieht das hier so weiß aus. Okay, ich nehme die Geschwindigkeit runter und starte einfach mal das Programm und schau mal, ob das Ganze funktioniert. So. Jetzt kommt hier sozusagen das Werkzeug 21. Und damit es keinen Crash gibt, werde ich einfach jetzt mal das Werkzeug 7 entfernen aus der Hauptspindel. Aber mir fällt gerade noch was ein. Und zwar jetzt fährt die Maschine nicht und zwar ist jetzt folgendes Problem. Ich habe bei mir eine Überwachung der Drehzahl drin und hier steht jetzt 7000 Umdrehung. Dadurch, dass meine Hauptspindel jetzt nicht dreht, sondern ja eigentlich die Kress, gibt es keine Rückkopplung, kein Feedback. Sozusagen stimmt die Drehzahl nicht, das heißt, die Maschine fährt auch nicht. Ich breche jetzt mal das Programm ab und ändere das Ganze. Mal, ich suche jetzt einfach mal den Befehl N6. So, und jetzt trage ich hier einfach mal 20 Umdrehungen ein. Das funktioniert dann mit 20 Umdrehungen, denn ich habe ja eine Toleranz bei der Überprüfung, wenn die Drehzahl plus minus 50 Umdrehungen erreicht ist. Dann fährt die Maschine auch.
So, und jetzt kann ich hier einfach wieder einsteigen. Ich sage einfach ab hier ausführen. Schalte die Spindel an. Ja, wie ihr gesehen habt, ist das doch recht praktikabel, meine Übergangslösung. Somit kann ich wenigstens mal mit kleinen Werkzeugen und Abzeiloperationen so gewisse Formen herstellen. Denn jetzt hat das ungefähr eine Viertelstunde gedauert. Wenn ich das mit der Hauptspindel mache, dann brauche ich viel, viel länger, weil, wie gesagt, hier habe ich bloß 2000 Umdrehungen und hier habe ich die Möglichkeit bis 30.000 Umdrehungen. Natürlich darf man nicht vergessen, die Grässfrässpindel ist jetzt nicht so stabil, also eher für Schlichtoperationen gedacht. Und Linux CNC bietet hier wieder mal die Möglichkeit, recht komfortabel mit solchen Sonderlösungen umzugehen. Ja, natürlich geht das auch andersrum, also für alle Portalfräsen-Benutzer, die eine schnelle Spindel oder eine Spindel mit viel Drehzahl als Hauptspindel haben, die könnten sich theoretisch auch an die Seite eine Spindel mit Kraft und wenig Drehzahl machen. Das geht natürlich auch. Oder man tut sich hier rundherum um den Fräskopf irgendwelche Werkzeuge anbringen und mit der Offset-Tabelle bzw. mit der Werkzeugtabelle lassen sich diese dann komfortabel nutzen. Ja. Okay, für mich bedeutet das jetzt, ich werde wahrscheinlich das Tool 21 mal in der Maschinenkonfiguration noch etwas ändern, denn wie ihr gesehen habt, musste ich ja die Drehzahl auf 20 setzen. Ich habe zwei Möglichkeiten, entweder ich tue den Postprozessor anpassen, dass er mir bei Tool 21 einfach immer eine kleine Drehzahl ausgibt, sodass die Maschine auch fährt, oder ich implementiere das einfach in meiner Maschinenkonfiguration und sage, okay, die und die Werkzeuge, da darfst du einfach diese Drehzahlüberprüfung nicht durchführen, sozusagen außer Kraft setzen, das wäre auch möglich. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Video.